Seit dem Film Snowden, dem Dokumentarfilm, wissen wir, dass es eine Menge wirklich großartige Menschen gibt, die bei der Flucht von Edward Snowden beteiligt waren. Heute hören wir ein bisschen mehr über die persönlichen Opfer und die großen Risiken, die diese Menschen auf sich genommen haben, um Edward Snowden zu schützen, zu beschützen und aufzunehmen. Also zunächst werde ich euch Sønke Iversen vorstellen. Applaus for him, please. Einen Applaus für ihn, bitte. Yes. Perfect. He will start the whole thing. Er wird das Ganze einleiten mit ein bisschen Hintergrundbericht und dann werden wir Robert Thibault kennenlernen, live per Stream Edward Snowden, worauf ich mich freue, aber zuerst großen Applaus bitte für Sønke Iversen. Iversen. Okay. Guten Abend, mein Name ist Sønke Iversen, ich bin ein Journalist für das Deutsche Handelsblatt und heute, die Geschichte, die ich heute erzähle, hat ein Motto: Keine gute Tat bleibt ungestraft. Es ist etwa eine 100 Jahre altes Sprichwort und das ist tatsächlich zutreffend auf Edward Snowden, der immer noch im Exil in Moskau ist und den Mr. Trump gerne erschießen würde, so sagte er. Und es ist außerdem wahr für die Leute, die Edward Snowden geholfen haben, in der Zeit, als niemand sonst in der Lage war, ihm zu helfen. Diese Leute leiden immer noch unter unmenschlichen Bedingungen. Wir können sie hier sehen. Ich werde euch die Namen in einigen Sekunden geben. Zunächst, dies ist die berühmteste Geschichte, die über Edward Snowden erzählt worden ist, der Film Citizen Four von Laura Poitras. Ein sehr guter Film. Aber es gibt eine Lücke in dieser Geschichte. Schauen wir mal zurück für einige Sekunden zum 10. Juni 2013, der erste Tag, an dem alle wir den Namen Edward Snowden überhaupt hörten, der Tag, an dem das Interview durch den Guardian veröffentlicht wurde, das Videointerview, und er enthüllte die Massenüberwachung der USA und die Wirkung auf die überwachende ganze Welt durch die US-Regierung. Und dies ist das Mira Hotel. Dort fand das Interview statt. Hier versteckte er sich. In Room 1014. Im Raum 1014. Dies ist eine Szene aus diesem Film, wo ihr ihn sehen könnt, direkt nachdem er verstand, dass er nicht wusste, was er jetzt als nächstes tun sollte. Das ist der Morgen nach dem Interview. Die Journalisten sind gegangen, Greenwald ist gegangen, er kann nicht zurück, weil Leute wie ich, andere Journalisten, ihn gefunden haben und sie würden jetzt diesen Personen zurückfolgen zu Snowden. Laura Poitras filmt noch, aber sie kann ihm nicht helfen. Im Film gibt es hier eine Lücke, hier wird etwas übersprungen, und zwar 14 Tage. Die nächste berühmte Szene, die wir alle gesehen haben, ist, wie Edward Snowden im internationalen Flughafen von Hongkong steht. Wir sehen den Rücken und er hält ein Flugzeugticket nach Moskau in der Hand. Und das ist also der nächste Moment danach war ein Bild aus Moskau, aber das war 14 Tage später. Ich weiß also nicht, wie ihr es seht, aber ich habe lange mich gefragt, wie hat er das geschafft? 14 Tage der meistgejagte Mensch auf dem Planeten, die NSA, CIA, Hongkong-Polizei, alle meine Kollegen als Journalisten suchten ihn, aber niemand fand ihn.
Also, wo ging er hin? Und wer half ihm? Ich hatte das Glück, vor 2 Jahren diese Menschen zu treffen, die Edward Snowden versteckten. Es war für mich sehr schwer zu glauben, dass diese Leute tatsächlich das geschafft haben. Doch was als nächstes passierte, ist vielleicht noch schwerer zu glauben. Ich stelle sie schnell vor. Wir kommen jetzt zum Hauptteil in wenigen Minuten. Dies ist Ajit, ein ehemaliger Soldat aus Sri Lanka, also ein sri lankischer Soldat früher, der in Hongkong strandete. Seine Geschichte ist, er wurde gefangen genommen und gefoltert vom Militär 2 Mal und dann nach Hongkong geschmuggelt, und sein Schmuggler ließ ihn dort zurück ohne seinen Pass, mitten in Hongkong. Und Ajit war also gestrandet und ist seitdem dort gestrandet, seit 2005. Im Jahr 2013 traf er durch einen reinen Zufall Edward Snowden, der damals Flüchtling war, plötzlich selbst Flüchtling war. Ajit wurde Snowdens Leibwächter für diese 2 Wochen in Hongkong. Er hatte eine militärische Ausbildung. Es gab keine Schusswechsel, aber Ajit kümmerte sich darum, dass Snowden sicher blieb und nicht gefunden wurde und nicht erkannt wurde. Dies ist Supun, ein weiterer Flüchtling. Er ist auch aus Sri Lanka. Auch er wurde gefoltert durch die Polizei und floh nach Hongkong. Seine Frau Nadika, sie wurde gefoltert, vergewaltigt, geschlagen. Als sie zur Polizei ging, wurde sie herausgeschickt und vor der Polizeistation noch einmal geschlagen. Sie floh also auch, und in Hongkong traf sie Supun und sie bekamen diese beiden Kinder, Sutumli, die Tochter, und Dinat. Er war vielleicht 6 Monate alt gerade, als ich ihn traf, vor 2 Jahren. Dies ist Vanessa. Vanessa ist eine Filipina. Auch sie wurde vergewaltigt zu Hause. Die Polizei wollte ihr nicht helfen, weil der Vergewaltiger politische Verbindungen hatte, Verbindungen in die Politik. Und nach mehreren Versuchen schaffte sie es nach Hongkong, wo sie um Asyl nachsuchte und den Asylstatus nie bekam. Asylsuchende in Hongkong sind nicht so wie in Deutschland. Sie haben keine Rechte, gar keine Rechte, kaum Hilfe. Sie dürfen nicht arbeiten. Sie bekommen Lebensmittelmarken, aber zum Beispiel keine Marken für Windeln, falls sie Kinder haben. Also, was tut man, wenn es nicht erlaubt ist zu arbeiten? Wenn man geschnappt wird beim Arbeiten, kann man für 22 Monate ins Gefängnis wandern. Dies ist eine längere Zeit, als Strafe für Drogenhandel möglich ist. Dies ist ihre Tochter, Nadika. Vanessa hat sehr viel für Edward Snowden getan. Sie versteckte seinen Pass, sie kochte für ihn, kaufte ihm Zeitungen. Und sie und ihre Tochter sangen zum Geburtstag für Edward Snowdens 30. Geburtstag. Wie kam es also dazu und wie fand ich diese Geschichte? Im Jahr 2016 erschien dieser Film, ein anderer teilweise fiktional, teilweise dokumentarisch, von Oliver Stone, das Film Snowden. Und es war klar, dass die Flüchtlinge in diesem Film eine Rolle spielen würden, sodass also nach einer langen Zeit der Überlegung sie bereit waren, mit einem Journalisten zu reden und bereit waren, dass ihre Geschichte erzählt würde, anstatt dass Hollywood diese Geschichte in Szene setzen würde. Wir haben hier 2 Hauptdarsteller, Shailene Woodley and of course director Oliver Stone. Und natürlich den Regisseur Oliver Stone. And now we come to the most. Und nun kommen wir zu den wichtigsten 2 Menschen dieses Abends. Links
Edward Snowden und rechts sein Rechtsanwalt in Hongkong, der all dies möglich machte. Natürlich, für Flüchtlinge in Hongkong ist es nicht möglich, einfach Edward Snowden auf der Straße zu treffen, aber dieser Mann, Robert Thibault, brachte sie zusammen. Es war mehr oder weniger ein Zufall. Er wurde am Morgen des 10. Juni ziemlich überrascht von dieser Geschichte getroffen. Denn Edward Snowden wusste nicht, was er tun sollte, und niemand, weder Snowden noch irgendeiner der Menschen vom Guardian, hatte einen Plan, was man am nächsten Morgen tun sollte. Dieser Rechtsanwalt, ein Menschenrechtsanwalt, der mit Flüchtlingen gearbeitet hat und mit den Fällen von Ajit, Nadeka, Supun und Vanessa gearbeitet hat seit Jahren, er wurde angerufen. Und als er plötzlich die Aufgabe erhielt, eine Lösung für dieses unglaubliche Problem zu finden, den meistgesuchten Menschen des Planeten zu verstecken, kam er auf diese verrückte Idee. Naja, verstecken wir ihn doch mit dort, wo andere Flüchtlinge sind. Verstecken wir also Herrn Snowden, wo niemand sonst schauen würde, in den Slums von Hongkong. Und das hat funktioniert. 2 Wochen lang versteckte sich Snowden in kleinen Wohnungen, manchmal ohne Badezimmer, und er wurde nicht gefunden von den gesamten Geheimdiensten von mehreren Nationen. Und als ich das herausfand, tat ich, was die meisten Journalisten tun würden: ich schrieb eine lange Geschichte. Dies war 2016, wir nannten sie Snowdens Geheimnis. Und ich habe die ganzen Geschichten der Flüchtlinge, Vanessa, Ajit, Nadeka, wie sie sich trafen und Edward Snowden retteten. Die Geschichte kam sehr gut an. Es gab viele Anrufe, Menschen, die spenden wollten aus der ganzen Welt. Wir haben nämlich auch eine englische Version veröffentlicht. Und wir konnten sehr viel Geld an die Flüchtlinge leiten. Nicht genug natürlich, aber mehr als vorher. Hier nur sehr kurz, Rob sagte mir, dass ich dies einblenden sollte. Er erhielt den Kurt Tucholsky Award dieses Jahr. Danke. Dies ist vor einem Jahr, nicht hier, sondern in Hamburg. Gleiche Veranstaltung, andere Zeit, als Rob und ich diese Geschichte erzählten. An das Kongresspublikum, und es sah gut aus, wir erhielten Geld, wir hatten Verbindungen an Anwälte, zu Anwälten in Kanada, die ihn nach Kanada bringen wollten, denn diese Leute können nicht in Hongkong bleiben. Aber wie ich vorher schon sagte, keine gute Tat bleibt ungestraft. Und das ist nicht passiert. Ich würde jetzt also gerne Robert auf die Bühne bitten, denn was als nächstes passierte, wird euch zeigen, dass bestimmte Regierungen dieser Welt es nicht wollen, dass Menschen anderen hilfsbedürftigen Menschen helfen. Im Gegenteil, jemandem zu helfen, der in Lebensgefahr ist, bringt Strafe ein. Ich denke, das ist die Lehre, die hier uns gelehrt wird, jetzt zu dieser Zeit, und die seit 2 Jahren gelehrt wird, seitdem diese Geschichte öffentlich wurde. Rob? Okay. Well, thank you for being here tonight. Danke dafür, dass ihr heute Abend hier seid. Thank you so much for vielen Dank the interest that you have in my clients. Für das Interesse, das ihr an meinen Klienten habt. But also Mr. Snowden natürlich, aber auch die 7 Geflüchteten, acted to protect
gehandelt haben, um den bedeutendsten Whistleblower der Welt zu schützen. Ich möchte dort beginnen, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Und die Folie, die ihr hier seht, ist vom gleichen Datum des vergangenen Jahres, des letzten Jahres. Und was noch nicht öffentlich, was ihr nicht wusstet, ist, dass ich, als ich die Bühne vergangenes Jahr, letztes Jahr verlassen habe, einen Anruf aus Hongkong bekommen hatte. Die Polizei aus Sri Lanka war nach Hongkong geflogen und suchte nach den, Geflüchteten aus Hongkong. Wir haben sofort gehandelt. Die Rechtsabteilung und die Snowden Refugees an eine sichere Stelle zu bringen. Und ich möchte euch erzählen, was die Snowden Refugees seit dem letzten Jahr getan haben. Sie wurden im Visier der Regierung von Hongkong und der Polizei von Sri Lanka, schlicht und einfach, weil sie mit Edward Snowden verbunden sind. Last September, im September Einbürgerungsministerium ihre Fälle wieder aufgegriffen, nachdem es sie 5 Jahre lang ignoriert hatte. Sie hatten nichts gemeinsam. Die Zeit, die ihre Fälle zurückliegen, die Zeit, seitdem sie Sri Lanka oder die Philippinen geflüchtet haben, nicht einmal die Zeit, die sie in Hongkong verbracht hatten. Der einzige Faktor, den sie gemeinsam hatten, war die Menschlichkeit, die Freundlichkeit, die Empathie und das Mitgefühl, das sie Edward Snowden gezeigt haben. Und die Regierung von Hongkong hat nicht etwa anerkannt, was für außergewöhnliche Taten sie getan haben. Stattdessen haben sie das Gegenteil getan. Und im September des vergangenen Jahres benutzte die Regierung von Hongkong verschiedene Ministerien, um die Geflüchteten zu bestrafen. Einige von ihnen sind zum Ministerium für Soziales gegangen, das eine Schweizer Firma beauftragt. Und die internationalen Sozialdienste haben angefangen, sie über Herrn Snowden auszufragen und nach privaten Informationen über Snowden zu fragen. Und diese außergewöhnlichen Menschen haben der Regierung gesagt, dass sie nicht das Vertrauen von Herrn Snowden brechen wollten. Dafür wurde sie bestraft, ihnen wurde das Essen entzogen, ihr wurde die Wohnung entzogen, Geld für Transport. Das kleine Mädchen in der vorderen Reihe auf der rechten Seite durfte 1 Jahr lang nicht zur Schule gehen. Das kleine Mädchen auf der linken Seite, Vanessas Tochter Kiana, auch ihr wurde der Zugang zum Bildungssystem verweigert. Aber zum Glück gab es eine unglaubliche Gruppe, eine Privatschule in Hongkong, die sie akzeptiert hat. Vom September bis Dezember war die einzige Hilfe, die sie von der Regierung bekommen haben, wurde von ihnen weggenommen, schlicht und einfach, weil sie keine Informationen über Herrn Snowden herausgeben wollten. Gleichzeitig hat die örtliche Regierung von Sri Lanka und die Kriminalabteilung der sri lankischen Polizei, die bekannt für ihre Nutzung der Folter als Standardverhörmethode ist, sind zum Haus von Ajif, dem Soldaten, gefahren. Und die Polizei fuhr auch zum Haus von Sapoons Family. Sie haben die Familien bedroht, sie wollten die Orte und Namen und Adressen und Telefonnummern
der Freunde, und die sie in Hongkong kannten. Die Geflüchteten haben unglaubliche Eltern, und sie haben sich geweigert, diese Informationen herauszugeben, trotz aller Androhungen, die sie erhielten. With the Sri Lankan government using oppressive means to get intelligence on my clients in September. Da das Regierung von Sri Lanka Informationen meiner Klienten angefordert hat, bin ich im hatten im Dezember einige fanden wir im Dezember heraus, dass die Polizei von Sri Lanka meine Klienten im Visier hatte. Und ich habe die Behörden davon informiert. Sie haben nichts getan. Wir haben versucht, uns bei der Polizei von Hongkong zu beschweren. Aber sie haben uns gesagt, dass die Einbürgerungsbehörde die Untersuchung aufgenommen hatte, was nicht stimmte. Und im April hat die Polizei schließlich meinen Klienten erlaubt, eine Beschwerde einzulegen und dafür, dass ihr Leben und ihre Sicherheit bedroht wurden. Und 4 Monate lang konnte die Polizei von Hongkong also keinen Schutz bieten. Sie konnten nicht schnell reagieren. Ich habe meine Klienten zur Polizei begleitet, um ihre Beschwerde einzulegen. Zu Beginn wollte die Polizei die Beschwerde nicht aufnehmen. Sie meinten, sie hätten einige Fragen. Und sie hatten eine Liste von Fragen auf einem A4 großen Blatt Papier. Sie fragten meine Klienten nach Herrn Snowden und nach den Bewegungen von Herrn Snowden in Hongkong. Die Aufgaben der Polizei war eine Untersuchung der Bedrohung der sri lankischen Behörden und nicht etwa der Bewegung von Herrn Snowden. Und offensichtlich haben diese Behörden kein Interesse daran, meine Klienten zu schützen. Sie wollten schlicht Informationen über Herrn Snowden. Ich habe das beendet, und zum Schluss wurde Beschwerde bei der Polizei eingelegt. Aber die Polizei hatte kein Interesse daran, Untersuchungen gegen die Polizei von Sri Lanka aufzunehmen. Ich hatte ihnen gesagt, alles, was ihr tun müsst, ist zum Direktor der Einbürgerungsbehörde von Sri Lanka, von Hongkong zu gehen und die Dokumente aller sri lankischen Bürger anzufordern, die zwischen Oktober und Dezember nach Hongkong eingereist sind, weil sie Daten unter anderem Bilder und über ihr Anstellungsverhältnis angeben müssen. Und die Polizei hat nichts getan. Die Regierung von Hongkong hat nichts getan. Und es wäre eine einfache Aufgabe gewesen. Die Behörden hätten sagen können, es gab niemanden, der in diesem Zeitraum nach Hongkong gekommen ist, weil wir keine Aufzeichnung darüber haben. Und die Tatsache, dass sie dies nicht untersucht haben oder zumindest nicht einmal gesagt haben, dass sie in ihre Dokumente geschaut haben. Es gibt nur einen einzigen Schluss, den man daraus ziehen kann, im August dieses Jahres wurden die Zeugen von der Polizei verhaftet. Sie hatten nichts Falsches getan. Sie hatten nichts verbrochen. Sie wurden einfach nur von 6 Polizisten in ein Auto gestopft und wurden
unrechtmäßig 2 Tage lang festgehalten. Und die erste Frage, die die Polizei dem ersten dieser Verhafteten gestellt hatte, war über Herrn Snowden. Und die Polizei versuchte, zu behaupten, dass die Flüchtlinge diese Geschichte erfunden hatten. Im Oktober wurde informiert, dass die Polizei von Hongkong die Untersuchung beendet hatten. Aber einige Wochen später gab es einen weiteren Zeugen, der durch die Polizei von Hongkong verhaftet wurde. Wieder wurden die Flüchtlinge ins Visier genommen. Nun, warum würde die Polizei von Sri Lanka nach Hongkong kommen? Hongkong hat eine Geschichte, fremde Agenten in ihren Rechtsprechungsbereich hineinzulassen und außergewöhnliche Verbringungen zuzulassen. Hongkong hat auch Beihilfe geleistet. Ein Flüchtling wurde nach Großbritannien, wurde von großbritannischen und amerikanischen Behörden nach Libyen ausgeflogen, wurde dort gefoltert. Und im Januar, der chinesische Milliardär wurde aus dem Four Seasons Hotel, ein kanadisches Hotel in Hongkong, entführt und über die Grenze verbracht und er ist verschwunden. Meine Mandanten haben also eine sehr schwere Zeit. Auch ich bin ins Visier genommen worden. Der Leiter der Europäischen Einwanderungsbehörde wollte mich von dem Fall entfernen und von der Rechtsanwaltsgemeinschaft entfernen, ohne Sinn. Die Regierung von Hongkong hat sich empörend verhalten und seine Autorität missbraucht, ohne dafür bestraft zu werden. Ich glaube, dass die Polizei von Sri Lanka nach Hongkong kam, einfach weil die Regierung von Hongkong eine Umgebung geschaffen hat, eine Situation, in der Hongkong überhaupt keine fremden Agenten zur Rechenschaft gezogen hat für ihre unrechtmäßigen Aktivitäten. Und die Regierung von China ist außerdem der größte Waffenlieferant für Sri Lanka. Es gibt also eine sehr enge wirtschaftliche Zusammenarbeit oder militärische Zusammenarbeit. Es wurde dann eine Strategie entworfen, die Rechtsanwälte, Jonathan Ma, dann Michael Simping aus Kanada. Ich komme ursprünglich aus Montreal, Quebec, Kanada. Dann ein führender Anwalt aus Kanada und Francis Turney. Sie stellten Flüchtlingsanträge an die kanadische Regierung. Der Leiter der Behörde ist ein früherer Flüchtling aus Somalia. Und die Regierung sagte sehr klar, dass sie sich bewusst ist, wie ernst die Situation ist für die Flüchtlinge und dass sie etwas tun würden. Aber dann machte die Regierung eine Kehrtwendung und sagte, dass sie die Fälle in zeitlicher Reihenfolge arbeiten würden, was 52 Monate gedauert hätte. Also einerseits hat die Regierung von Hongkong versucht, die Untersuchungsprozesse für das Asyl für die Flüchtlinge in Hongkong zu beschleunigen und sie zu deportieren. In Hongkong gibt es effektiv eine 0%ige Anerkennungsrate für Asyl, was außergewöhnlich ist. Diese Anwälte üben nun Druck auf die kanadische Regierung aus,
damit diese Fälle für unsere, im Sinne unserer Klienten entschieden werden und die kanadische Regierung zu erinnern, dass wenn die Mandanten aus Hongkong entfernt werden und die kanadische Regierung nicht rechtzeitig gehandelt hat, dann würden die Flüchtlingsanträge hinfällig, denn sobald diese Klienten, diese Mandanten in ihr Heimatland zurückkehren, ist es nach internationalem Recht so, dass die Flüchtlingsanträge hinfällig werden. Ich komme jetzt zu diesem letzten Punkt. Meine Mandanten brauchen Unterstützung. Unterstützung für Nahrung, für Miete. Die Regierung von Hongkong stellt überhaupt nichts bereit. Und wir sehen voraus, dass wir bis 2018 einen fortgesetzten Kampf haben werden. Und wie werden meine Mandanten, sie werden am Ende des Jahres 2018 nicht mehr in Hongkong sein. Das wissen wir definitiv. Entweder in ihren Heimatländern oder hoffentlich in Kanada. Ich möchte noch gerne sagen, dass wenn die Polizei von Hongkong auf die Flüchtlinge Zugriff nahm für die Zwecke der sri lankischen Polizei, haben sie ihnen ihre Handys abgenommen oder den Zeugen ihre Handys abgenommen und haben sich Zugriff auf diese Daten verschaffen. Auch dies war ungesetzlich. Dies ist also die Umgebung in Hongkong, die Situation, eine Situation, in der Polizei ungestraft handelt gegen die verwundbarsten Menschen. Bis heute. Bis heute weigert sich Hongkong zu glauben, dass Herr Snowden jemals die Geflüchteten getroffen hat, obwohl es Beweise, sehr starke Beweise dagegen gibt. Es ist eine bizarre Situation, aber die Regierung benutzt ihre Macht gegen die verwundbarsten Menschen. Und hier möchte ich schließen. Und ich möchte nun meinen anderen Mandanten, Herrn Edward Snowden, begrüßen. Danke. Wow. Okay. So we have a limited time. Wir haben begrenzte Zeit. Could you cut my feed from the room for a minute while I speak to someone? Könntet ihr bitte den Saalton von meinen Kopfhörern nehmen, während ich spreche? Danke. Everything that you've heard so far. Alles, was ihr bisher gehört habt, ist ein Zeichen für die Dinge, die Hacker schon viel länger wussten als alle anderen. Wir sind bekannt mit der Tatsache, dass Regierungen ihre Macht missbrauchen. Wir sind bekannt mit der Idee, dass die Institutionen und die Prozesse, denen wir vertrauen sollen, nicht immer so funktionieren wie versprochen. Die Frage ist, woran liegt das? Was ist ein Hacker? Warum seid ihr hier? Also ich meine, zuerst muss ich euch danken, jedem Einzelnen von euch, dafür, dass ihr zu diesem Vortrag gekommen seid. Und ihr habt über die einzelnen Schicksale dieser unglaublich mutigen Menschen gehört. Und anstelle von 100 anderen Vorträgen, die ihr gerade verpasst, seid ihr hingekommen. Aber hier in diesem Saal gibt es 1000 Hacker für Menschenrechte. Und ich würde sagen, der Grund dafür ist, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Das ist wichtig. Das ist keine Plattitüde. Ich möchte nicht niedlich sein. Denn für Fortschritt muss man zumindest überhaupt sich Gedanken machen. Es ist mir egal, wie verbunden ihr seid, was eure Ressourcen sind, wo ihr zur Schule gegangen seid, wie eure Freunde sind. All diese Möglichkeiten haben einen einzelnen Flaschenhals, und das ist,
worüber ihr euch Gedanken macht. Und ihr seid hier. Diese Familien brauchen unsere Hilfe. Das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Und ich kann mir keine besseren Menschen vorstellen, dieses Problem zu lösen, als euch, als Hackers. Denn das ist dieser gemeinsame Wert, den wir alle haben. Wir schauen uns Dinge an und wir haben dieses gemeinsame Gefühl, das wir alle haben, egal was wir für politische Gedanken haben, egal was dieser eine Mensch im Publikum denkt, der meint, oh, ich mag diesen Menschen nicht und er ist ein russischer Hacker, ein russischer Spion und ich werde nicht applaudieren. Wir sind alle Hacker, aber was ist ein Hacker? Es ist jemand, der zweifelt. Dieser komische Typ in der dritten Reihe ist ein Hacker, so wie wir das alle sind. Das ist jemand, der skeptisch gegenüber Annahmen ist, dass Dinge so funktionieren wie versprochen. Und wir gehen jeden Tag das Risiko ein, dass wir uns vertun, damit wir Recht haben können, aber auch damit wir rechte Dinge tun können, damit wir Probleme beheben können. Aber warum? Warum machen Menschen das? Warum sollte man riskieren, Stunden und Euro darauf verschwenden, irgendwelche komische IP zu verifizieren, einfach nur um zu schauen, was passiert? Und das wird das arroganteste Statement sein, das ihr die ganze Woche hören werdet. Aber der Grund ist, dass wir es besser wissen. Alle von uns haben Gründe für diesen Zweifel. Sie sind immer unterschiedlich, aber wir alle gemeinsam haben, dass jemand diese Saat in uns gepflanzt hat, die schließlich in dieser Skepsis aufgeblüht ist, dass wir die Skepsis darüber, dass wir Dinge einfach so übernehmen, wie sie uns gesagt wurden. Und meine Damen und Herren, dieses Jahr hat den Wert unserer Skepsis belegt und wir haben so viel von diesen Menschen gehört. Und das Schicksal geht viel tiefer als das, was er gesagt hat, weil er so bescheiden ist, aber es ist jenseits des Unrechts. Es ist schlicht unmenschlich. Und wir schauen auf die andere Seite. Warum? Warum macht die Regierung von Hongkong, was sie tut? Warum werden diese wenigen Menschen so behandelt, wenn die Regierung sehr einfach nur sagen könnte, okay, in Ordnung, wir kennen ihren Namen, die sind im Film, wir werden sie einfach gehen lassen, wir gewähren ihnen einfach Asyl, selbst wenn in Hongkong die Asylrate, die Akzeptanzrate weniger als 1% ist und in anderen Ländern ist sie um die 30%. Und der Grund dafür ist, dass diese Menschen dann ein Exempel wären und die würden beweisen, dass das System kaputt ist. Sie würden beweisen, dass Dinge besser funktionieren, wenn Menschen die Fehler aufzeigen und wenn diese Leute der Beweis werden und plötzlich wäre Fortschritt realistisch. Und es wird dadurch gezeigt, dass Einwanderung ist natürlich ein umstrittenes Thema, unabhängig davon, ob es sich um wirtschaftlich motivierte Flucht handelt oder ob es Menschen sind, die tatsächlich vor Folter und Gewalt und Vergewaltigung und Lebensbedrohung fliehen. Und dies ist, warum ich das so für so wichtig halte, warum ich denke, es ist so wichtig, darüber zu reden und Interesse zu zeigen, selbst wenn man nichts wirklich tut, obwohl ich absolut hoffe, dass ihr etwas daran tun werdet. Denn Zweifel ist die erste Form des Verweigerns, des Abweichens. Wir denken ständig, dass das Leute konstruktiv argumentieren und in der Debatte teilnehmen, das ist alles wichtig, aber der erste Impuls ist diese erste Skepsis, der erste Zweifel, der euch einfach denken lässt, dies scheint nicht richtig zu sein, das kann nicht richtig sein. Und weil dies ein sehr mächtiger Zweifel ist, ist Zweifel sehr wertvoll, er ist ein Motivator. Aber Zweifel erzeugt Feinde.
Und diese Menschen, die angezweifelt haben, dass die Aktion der Regierung von Hongkong legitim sein würde, die Bedrohungen, der Zwang, der Versuch der Unterminierung, damit sie ihre ursprüngliche Entscheidung widerrufen würden, das sorgt nun dafür, dass sie nun also Gegenmaßnahmen ins Auge sehen müssen. Was tun wir also? Letztendlich sind wir nur Menschen. Wir sind Techniker, Technikerinnen. Und wir sind eine Gemeinschaft mit so vielen anderen. Und dies ist ein schwieriger Fall für manche Leute, die tief konservative politische Werte haben. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr nur einen Moment in die Lage dieser Leute versetzt. Diese Familien, meine Freunde, leben in verzweifelter Armut. Sie haben keine Toilette, auf die sie sich setzen können. Es war ein Loch im Boden. Ihre Spüle in der Küche war auch das Waschbecken im Bad. Der Herd war ein Campingherd im Badezimmer. Die Menschen haben in Schichten auf dem Boden geschlafen. Dies sind nicht Menschen, die in glamourösen Umständen leben, nicht Menschen, die das System für sich ausnutzen. Das sind nicht Leute, die etwas für nichts für sich haben wollen. Dies sind Leute, die versuchen, aus dem Wenigen, was sie haben, das meiste zu machen und eine Gesellschaft, eine Existenz an den Rändern der Gesellschaft für sich zu hinzukriegen, wo ihre Sprache nicht ihre ist. Die versuchen, Kinder aufzuziehen in einer letztendlich feindlichen Umgebung und trotz all dem, trotz der prekären Situation, in der sich die Familien befinden, obwohl sie nichts haben und niemanden außer Herrn Tippo, der Hoffnung repräsentiert, dass sie irgendwo bleiben können und Rechte haben und das Recht wenigstens sich zu bewerben um eine Arbeit, nicht die Garantie, diese Arbeit zu bekommen. Jemand kam zu ihrer Tür und stellt euch vor, ihr wäret das gewesen. Ihr seid der meistgesuchte Mann auf der Welt und ihr braucht Hilfe. Vielleicht ist dies und es kommt also dieser Mann und ihr seid in der Wohnung und denkt, vielleicht ist das der Schlimmste oder der Beste in der Welt. Und diese Menschen kennen das, ist ihrem Leben, sie haben das durchlebt und deswegen haben sie geholfen. Sie haben eine Menge riskiert. Und ich denke, ihr wisst ja, so viele Menschen sagen so negative Sachen über Flüchtlinge heutzutage. Sie sagen, dass die schlimmsten Leute dies seien, aber ich weiß durch meine persönliche Erfahrung, meinen Zweifel, dass es Fälle gibt, in denen sie sich einfach irren. Und dies ist absolut einer dieser Fälle. Dies sind einige der besten Menschen, die ich je getroffen habe, die nichts haben, aber die bereit waren, alles zu riskieren. Für jemanden, den sie nicht einmal kannten. Einfach nur, weil sie wussten, was es bedeutet, Schutz zu suchen. Deswegen bitte ich euch, denkt darüber nach, was ihr tun könnt. Vielleicht in kleinem Maßstab, was ihr helfen könnt. Vielleicht könnt ihr Spenden sammeln. Es gibt eine Website, fortherefugees.com. Dort werden Gelder eingesammelt für die Familien. Aber es geht um mehr. Denn es geht nicht nur darum, was hier passiert, was in diesen individuellen Fällen passiert. Diese Fälle, diese Probleme werden sich fortsetzen. Mehr Menschen werden dieselben Herausforderungen haben und sich fragen, an wen können sie sich wenden? Die haben keinen Film, der ihre Fälle bewirbt. Und das ist etwas, was mich frustriert, über das, was wir gesehen haben, über den Fortschritt der Technologie, gerade in den letzten wenigen Jahren. Und das ist dies. Unglücklicherweise war dies bisher eine sehr enge Community und die hat sich zum Glück ausgeweitet. Das ist sehr, sehr gut. Aber damit haben wir auch eine Kommerzialisierung gesehen, die Arbeit, die wir tun. Es geht nun die Jobs bei Google und Facebook. Also es wird also abgeschmirgelt, was an Kanten und Ecken vorhanden ist. Wir werden eher zustimmen als
Diskussionen aufnehmen. Und ich denke, wir müssen darüber nachdenken, was das bedeutet für die Welt, in der wir leben und die Berufe mit unserer Spezialisierung in diesem Moment, in dieser Zeit, diesem Atomzeitalter der Informatik. Unsere Arbeit war nie wichtiger. Wir können kaum eine Zeitung aufmachen, ohne Cyber, Cyber, Cyber zu lesen. Computersicherheit, aber das Problem hier ist, die Welt verlässt sich auf uns. Und gleichzeitig stehen wir unter Druck, uns politisch gut zu benehmen. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, wir haben einige der klügsten Köpfe in unserer Gemeinschaft in diesem Saal. Und ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, was könnt ihr außerhalb des Tastaturs tun können. Und was ich denke, was ihr tun solltet, ist ein Ausdruck. Schaut euch die Welt an. Schaut euch an, dass wir hier zusammenkommen müssen in Konferenzen, dass wir also Unterhaltungen führen müssen, die eigentlich abseits vom Hauptthema sind, weil wir uns fragen müssen, wie können wir dieses System verbessern und können wir eine breitere Bühne erreichen als das, was wir haben. Wir reden nicht nur über Flüchtlinge, wir reden über die gesamte Menschheit. Und ich denke, wir können das und ich denke, wir sollten das. Wir haben gesehen, wie konstruktiver Fortschritt möglich wurde. Wir haben gesehen, wie in den USA die Diskussion über Verschlüsselung da war, Hintertüren sollten geöffnet werden. Und die FBI hat sich an Firmen gewandt und sie gebeten, keine sichere Kommunikation zu benutzen. Es war noch nicht so lange her, meine Damen und Herren, dass dies wie ein Witz sich anhörte. Es wurde einfach angenommen, dass die Regierung die Regeln einfach machen könnte und wir uns danach richten müssten, ohne dass wir nicht mal die Chance hätten, uns zu überlegen, ob diese Regeln richtig oder falsch sind. Aber wir sind nun ein Teil dieses Prozesses. Die Welt ist größer geworden. Unser Potenzial hier, uns einzubringen, sich in unserer Welt, in der Gesellschaft einzubringen, das ist größer. Und mit dieser Rolle müssen wir darüber nachdenken, was wir tun können. Vielleicht seid ihr keine Rechtsanwälte. Vielleicht habt ihr keinen Einfluss. Vielleicht können wir nicht garantieren, dass die Gerichtsfälle fair ablaufen, aber vielleicht können wir nicht garantieren, dass die Polizei ordentlich vorgeht oder dass die Regierung überhaupt für die Leute arbeiten. Aber vielleicht können wir sicherstellen, dass wir das auch nicht nötig haben. Und das ist eine revolutionäre Idee, eine grundlegende Idee, eine alte Idee. Und all dieses Hacking, bei dem ihr selber nicht wollt, dass man euch sagt, was ihr tun müsst. Und ich möchte nicht sagen, dass alle Regierungen die Feinde sind. Ich möchte nicht sagen, dass alle Regeln schlecht sind. Aber alle Regeln sollten angefochten werden, alle Regeln sollten bewiesen werden, alle Implementierungen sollten getestet werden. Und das ist jenseits von APIs, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, auf der Grundlage hiervon werdet ihr den Geflüchteten und ihren Kindern helfen. Und ich hoffe, dass ihr dort nicht aufhört. Vielen Dank. Just to be clear, I have no audio, but I can see you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Danke. Vielen, vielen Dank, Edward. And thank you so much. Thank you. Thank you. I don't know if we have time for questions. I can't hear real well. Robert, ich weiß nicht, ob wir jetzt Zeit für Fragen haben. Ich kann euch nicht so gut hören. Ich weiß, dass wenig Zeit ist beim CCC. Zwei Sachen. Ich denke, wir sollten zumindest eine Frage an dich zulassen heute. Aber die Snowden-Flüchtlinge werden direkt nach Ed auf der Leinwand erscheinen. Ihr könnt also auch ihnen allen sieben
Wächtern oder Schutzengeln von Snowden begegnen. Also eine Frage. Und wenn ich das Technikteam bitten könnte, die Frage für mich abzutippen, weil ich nicht sehr gut hören kann. Okay, danke. Also der russische Präsident Putin hat oft gesagt, dass du russische Offizielle in Hongkong getroffen hast, dass sie Edward Snowden getroffen haben. Wann passierte das? Und wenn das während eures Aufenthalts mit den Flüchtlingen war, wie hat das funktioniert? Wie ging das vor sich? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, aber ich glaube, dass es irgendwas mit den Russen zu tun hatte. Und, Thanks, Ed. Ich wusste, dass wir die Russland-Frage bekommen würden, aber viele Leute interessiert das, weil es diese ganzen Verschwörungstheorien gibt. Es ist ein großartiges, wunderbares Ding, dass wir diese Skepsis haben. Aber sie sollte sich auch in vernünftigen Maßen aufhalten. Wann immer wir uns Zweifel anschauen, dann gibt es diese uralte Frage, dieses uralte, das, was ohne Beweise dargelegt wurde, muss auch ohne Beweise widerlegt werden. Ansonsten verschwenden wir unsere Zeit. Irgendein verrückter Typ hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das Days Theorie widerlegt hat, bevor ich überhaupt dort war, bevor ich überhaupt bei dem Mira war, habe ich mich mit den Russen getroffen und das stimmte einfach nicht. Aber sie meinten dass ich irgendeinen Händler in Hongkong gehabt hätte. Aber das Lustige ist, ich habe sogar Hotelrechnungen und das Buch kam raus. Und dann meinten sie, oh, vielleicht haben wir uns ein bisschen vertan. Aber die Wahrheit ist, schaut her. Was ergibt mehr Sinn, wenn wir uns Zweifel anschauen? Die Idee, dass ein Typ, der einen Haufen Geld ohne einen Abiturabschluss in den Vereinigten Staaten macht, der bei der NSA arbeitet, beim CIA in Hawaii, der mit einer wunderschönen Frau, die er sehr liebt, zusammenlebt, dass er sein Leben niederbrennt, um nach Russland abzuhauen, vor allem, wenn sein Hauptargument gegen Überwachung ist. Ist das sinnvoll? Und weiter davon, wenn das der Fall sein sollte und er tatsächlich ein russischer Spion ist, warum zum Teufel geht er zuerst nach Hongkong und warum fliegt er nicht einfach nach Moskau? Aber das beiseite, wir haben diese Doppelspiele und diese Räder in Rädern, wo ich angeblich nicht mal, ich habe mir nicht mal ausgesucht, nach Russland zu fliegen. Ich hatte einfach nur einen Transitflug mit einem 12-stündigen Aufenthalt in Moskau auf dem Weg nach Lateinamerika und das ist öffentlich bekannt, das ist keine Spekulation. Ihr könnt nach wie vor auf Twitter gehen und ein Bild von dem Bild nach Kuba sehen, das voller Journalisten war, die Bilder von meinem leeren Sitz gemacht haben. Aber es geht einfach nur weiter und es geht auch heute ist das noch so. Ich habe eine neue App mit der Freedom of the Press Foundation und der Guardian Foundation herausgegeben. Es ist eine Android-App, sie ist Open Source, sie ist kostenlos, es gibt kein Profitmotiv in dieser App. Und wir hatten CIA-Leute draußen, die zum Meeting kamen und die meinten, das ist auf jeden Fall eine Hintertür der russischen Regierung. Und das ist Open Source, es ist in Java geschrieben, da ist keine Hintertür. Aber selbst wenn sie da wäre, vielleicht ist ihr das, was auch immer, aber überleg mal, wie viele Zeilen Code für Haven geschrieben habe. Null. Ich bin kein Entwickler. Die Person, der ihr danken wollt, ist Nick Freitas. Er ist Amerikaner, er ist kein Russe. Ich glaube nicht, dass er jemals in Russland war. Ich habe nicht mal Zugriff auf das Git-Repository, genau damit Leute diese Argumente nicht tun können. Selbst wenn ich ein russischer Spion wäre und selbst wenn das irgendein toller Trick wäre, um
Mobiltelefone von Leuten zu hacken. Wie sollte das denn überhaupt funktionieren? Also um die Frage formell zu beantworten, danke, dass du zweifelst, danke, dass du skeptisch bist, aber gleichzeitig sei nicht verrückt. Vielen Dank. Please, thank you. All right, the next group of people. Die nächste Gruppe von Menschen, die ihr seht, werden die Snowden-Flüchtlinge sein, die etwa in einer Minute erscheinen werden. Und es gibt einige Sachen, die ich auch hier enthüllen möchte, um euch zu helfen zu verstehen, dass die Regierung von Hongkong die Ansicht vertritt in all den Fällen, mit denen ich zu tun hatte, dass die Philippinen und Sri Lanka sichere Herkunftsländer sind, in denen rechtsstaatliche Verhältnisse bestehen und dass es Schutz gibt, und das könnte nicht weiter entfernt von der Wahrheit sein. Also sehr schnell unter Präsident Dutartes, was ich als autoritäres Regime von Präsident Duterte in den Philippinen bezeichnen würde, hat er das Kriegsrecht in Mindanao ausgerufen. Er hat dies auch für ein Jahr ausgeweitet, aber ohne Rechtsgrundlage. Er hat einen Ausnahmezustand im ganzen Land ausgerufen in diesem Jahr. Mehr als 10.000 Menschen haben ihr Leben verloren im dem Namen seines Antidrogenkriegs, was eigentlich nur eine Fassade ist. Im Wesentlichen die Erzeugung von Angst in der Bevölkerung der Philippinen. Und er hat diesen Drogenkrieg ausgeweitet, um Journalisten, Politiker und Aktivisten ins Visier zu nehmen. Erst vor wenigen Monaten bedrohte er den Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Es gibt außerrechtliche Tötungen, Exekutionen. Und er sagte, er würde sie also auch einkassieren und ins Gesicht schlagen. Er hat Friedensgespräche mit der New People's Army abgebrochen. Das sind die Leute, die Vanessa verfolgt haben. Und hier sind meine Mandanten. Vanessa Supun Nadika Ajit, könnt ihr uns alle hören? Hallo. Okay. Also was ich gerne tun würde, ist jetzt hier das Öffnen für Fragen und Antworten. Wenn ihr also irgendwelche Fragen an meine Mandanten habt, Mandantinnen, werden sie euch sehr gerne die Fragen, soweit sie können, beantworten. Don't be afraid. Keine Angst. All right. So Vanessa is from the Philippines, and the other three. Vanessa ist also aus den Philippinen. Die anderen drei Erwachsenen aus Sri Lanka. So we've been doing everything to. Wir haben alles getan, um ihre Fälle am Leben zu erhalten in Hongkong, und eben auch haben versucht, auf die kanadische Regierung einzuwirken, dass sie schnell reagieren würde. Einige Dinge, die ich noch über die Snowden-Flüchtlinge sagen würde: Sie haben ihre Asylanträge für die Kinder unterhalb der UN-Konvention für Kinderrechte gestellt, und die Regierung von Hongkong hat diese Konvention unterschrieben, hat sich aber entschieden, dass sie sie hier nicht anwenden müsse. Sie sagten, weil wir dies nicht in nationales Recht umgesetzt haben, können die Kinder diese Konvention nicht für sich nutzen, und sie haben deswegen die Asylanträge abgelehnt. Hongkong
the richest jurisdiction in the world. Der reichste Rechtsraum der Welt verhält sich so gegenüber verwundbaren Kindern, insbesondere verwundbaren Kindern. Vanessa, gibt es etwas, was du sagen möchtest? Ah, es gibt es Fragen. Ja, bitte. Ich glaube, die deutsche Regierung sollte sich schämen darüber, dass Edward Snowden nicht als Politikerflüchtling nach Deutschland kommen kann. Wäre es hilfreich, wenn wir die deutsche Regierung, wenn wir Druck auf die deutsche Regierung ausüben würden, um politischen Flüchtlingen, Schutzengeln von Edward Snowden den Status politischer Flüchtlinge geben können? Vanessa Sapun, die Frage ist, wenn Kanada nicht agiert, würdet ihr es gerne sehen, dass die deutsche Regierung gebeten wird, etwas zu tun, um Asyl für euch zu geben, für euch und eure Familien? Can you hear? Kannst du uns hören? Are you able to hear us? Ich glaube, wir haben die Audioverbindung verloren. Yes, definitely. Ja, definitiv, ja. Es gibt nur 7 Snowden-Flüchtlinge in der ganzen Welt, die dieses Außergewöhnliche getan haben. Und was, wie ihr heute gelernt habt, das sind Familien. Ihre Familien in Sri Lanka haben das Außergewöhnliche getan, weil sie wussten, dass dies das Richtige sein würde, ohne zu zögern. Es ist außergewöhnlich, dass in unserer heutigen Welt es keinen Platz gibt für 7 Flüchtlinge, keinen Raum. Diese individuellen, außergewöhnlichen Menschen. Und es wäre ein ganz einfacher, kleiner Schritt der deutschen Regierung, Asyl anzubieten. Ich glaube, es gibt eine weitere Frage von Nummer 7. Ich wollte den Geflüchteten für ihren Mut danken. Und fragen, ob angesichts der Schwierigkeiten eurer Situation, bevor ihr diesen Menschen getroffen habt, was hat euch dazu bewegt, ihm zu helfen? Könnt ihr diese Frage hören? Can you hear? Well, looks like we've lost the sound again. Wir haben wohl wieder. Oh, there we go. The sound's working. All right, can you hear Vanessa? Can you hear? Könnt ihr uns hören? Wir können euch hören. Ihr könnt uns nun hören. Warum habt ihr Herrn Snowden geholfen? Vanessa, why did you all help Mr. Snowden? Warum habt ihr alle Herrn Snowden geholfen, Vanessa? Weil er brauchte Hilfe und wir fühlten für ihn. Es erinnert uns an unsere eigene Situation, also öffneten wir unsere Herzen für ihn. Nach all dem, was passierte in den letzten 5 Jahren, würdet ihr das wieder tun? Ja. Ja.
Thank you. All right, we're going to leave you. Okay. Wir werden es für diesen Abend sein lassen. Vanessa, Supun, Ajif, Nadika, Kiana. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ja, herzlichen Dank. Das war großartig. Danke für einen großartigen Vortrag. Ich muss aber noch eine weitere Folie zeigen. Hier ist sie. Danke. Wenn ihr also nach fortherefugees.com/donate geht, die ist heute online gegangen. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, wie ihr spenden könnt, und wir bitten euch um eure Hilfe. Diese Familien brauchen Hilfe. Das Geld geht an sie, es geht nicht an die Anwälte. Es geht nicht an Verwaltung, es geht direkt an die Familien, 100%. Es gibt Bitcoin, Kreditkarte, verschiedene Wege, um das Geld an die Familien zu bekommen. Telegrafieren ist möglich. Jemand könnte das Geld entgegennehmen in Leipzig und dies dann nach Montreal bringen. Ja, wir haben die Zeit die Bulle überzogen. Wir bleiben, also lassen es dabei bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank für einen großartigen Talk. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören, wie immer. Gibt uns Feedback.